So, da bin ich wieder. Ich habe gerade gemerkt, als ich mir die anderen Folgen mal angesehen habe, dass die letzten beiden Folgen wohl ein bisschen übersteuert waren. Entschuldigung, ich regle jetzt vielleicht den Ton mal ein bisschen runter, um mal ein bisschen ruhiger wieder zu reden. So ist doch ganz gut. So ist doch, ja, scheinbar ganz gut. Okay, ich rede also weiter mit Was Severin. sagt ihr? Ich möchte noch über etwas Persönliches sprechen, obwohl es mich ängstigt jetzt schon. Schon wieder? Ich bin bereit. Okay, alles gut. Vergesst es. Gibt's noch, voilà. Klar, das mache ich jetzt nicht. Gibt es noch irgendwas, das wir besprechen Was konnten? sagt ihr? Ja, einige Fragen bitte noch. Gewiss. Ja, erzählt mir mehr über eure Abenteurer, genau. Schon Abenteuer. wieder? Nun also, was könnte euch wohl interessieren? Soll ich beschreiben, wie eine Milzbrandvergiftung abläuft? Ich habe mal bei einem Mann alle sieben Phasen beobachtet. Sicher, wenn ihr möchtet. Das klingt sicher nach Spaß. Ja, wenn ihr möchtet. Nein, das will ich euch noch nicht zumuten. Mal sehen. Wie wär's mit der größten Schlacht, an der ich je teilgenommen habe? Das war beim Tod von Prinz Azrin. Habt ihr hier unten schon mal davon gehört? Ich glaube kaum. Ihr habt einen Prinzen getötet? Das heißt nicht, dass er ihn getötet hat, sondern dass er dabei war. Macht euch nicht lächerlich. Prinz Azrin stand in der Thronfolge an vierter Stelle. Er hatte auf Platz 11 begonnen und sich dann ganz altmodisch nach vorne durchgearbeitet, nachdem er von seinem Großvater das Kommando über eine Gruppe von Krähen geerbt hatte. Ah, ich Er verstehe. mordete sich also durch die königliche Familie, bis der König drei Gruppen den Auftrag erteilte, Prinz Azrin endgültig aus der Liste zu nehmen. Ich gehörte zu einer dieser Gruppen. Na, schau mal an. Ist sowas ein Aktiver an der Tagesordnung? Offensichtlich. Warum wurde er nicht einfach eingesperrt? Ja, wahrscheinlich, weil er weiterhin den Befehl erteilen kann. Und wenn er dann, also wenn seine Krähengruppen oder seine Krähengruppe dann weiterhin die ersten drei Thronfolger ausschaltet, dann ist er trotzdem wieder König und dann nützt der Einsperren auch nicht viel. Es war also eine ziemlich große Aktion. Die Königswürde war in Antiva schon immer mit den Krähen verbunden. Schließlich soll ja kein Bürgerlicher auf den Thron kommen. Deshalb werden sie relativ häufig aus politischen Gründen tätig. Diese spezielle Auseinandersetzung soll das ganze Land an den Rand des Ruins gebracht haben. Fast wäre eine Krähe auf dem Thron gelandet, ein Bürgerlicher. Aber das ist eine andere Geschichte. Mein Anteil daran war nur sehr gering. Was habt ihr getan? Meine Aufgabe bestand darin, zu Prinzessin Ferenna vorzudringen, die mit ihrem Bruder gemeinsame Sache machte. Ich hatte etwa 11 ihrer Wachen getötet, als ich aus dem Fenster geworfen wurde. Ich landete im Fluss und wäre beinahe ertrunken. Ein paar Straßenkinder haben mich rausgefischt und ausgeraubt, einschließlich meiner Stiefel. Wenigstens haben sie mich nicht getötet. Und das war meine Rolle in der Geschichte. Okay, daher dein Sinn nach guten Stiefeln, nicht wahr? Ihr wurdet ausgeraubt von Straßenkindern, ja, wahrscheinlich warst du auch schon verletzt und sehr erschöpft, weil er, keine Ahnung. Nicht sehr glorreich, wenn ihr mich fragt. Na gut, er hat 11 Wachen getötet, nicht schlecht. Ihr habt wirklich sehr viel Glück. Ich frage das mit den Straßenkindern. Ich musste verletzt und nackt zu unserem Unterschlupf zurück. Ich war heilfroh, noch am Leben zu sein. Das war's. Ende der Geschichte. Gehen wir weiter, bevor ich noch weitere Peinlichkeiten preisgebe. Severin ist dagegen. Ich mache mir ihn richtig zum Freund mittlerweile. Ich finde die Geschichte mit von Severin gar nicht mal schlecht. Probier es noch ein einziger aus, ob es noch ein einziger Was hat. sagt ihr? Noch eine Frage? Gewiss. Mehr Abenteurer? Das Einzige, was sich noch zu erzählen lohnt, ist der Auftrag direkt vor meiner Abreise nach Ferelden. Aber nein, ich lieber nicht. Ich hätte nicht davon anfangen sollen. Warum nicht? Wo liegt das Problem? Schon gut, ich verstehe. Nur zieht euch nicht raus damit. Na, ich verstehe. Komm, er muss nicht. Danke. Vielleicht ein andermal, ja? Severin stimmt wiederum zu. Ich muss ja nicht hier zu allem drängen. Okay, danke Severin für das lange Gespräch, muss man sagen. Ich gehe jetzt mal zu Vin. Vielen Dank. Kein Problem. gern geschehen. Wofür auch immer. Wofür dankt ihr mir? Ich nehme an, es geht um Anarim. Ja, ihr habt mich zu Anarim geführt. Ihr seid hartnäckig geblieben, obschon ich glaubte, die Suche würde in einer Sackgasse enden. Ah ja, Anarin, der Elf, den sie, oder beziehungsweise der Dalish, den sie damals vergraut hatte als Lehrerin und den wir dann, glaube ich, in dem Brasilienwald wiedergefunden haben. Jedwige Klärung ist stets von Vorteil. Ich habe gern geholfen. Ich wollte die Sache nur klären, damit sie euch nicht länger verfolgt. Sie hat mich nicht verfolgt. Ihr habt gefragt, ob ich etwas bedauere. Dennoch ist es gut, dass ihr beschlossen habt, Anarin aufzuspüren. Ich werde euch das nie angemessen vergüten können. Anarin gefunden zu haben, bedeutet, dass ich dieses Kapitel meines Lebens abschließen kann. Ich fühle mich frei.
Eine große Last ist von mir abgefallen. Dieser Augenblick ist wie der kurz vor jedem Sonnenaufgang, wenn die ganze Welt still ist und in Erwartung des ersten Lichtstrahls den Atem anhält. Ich muss nicht mehr an die Vergangenheit denken und kann in die Zukunft blicken. Danke. Dafür werde ich euch ewig dankbar sein. Tja, gerne. Was habt ihr auf dem Herzen? In Mass Effect 2 würde man jetzt sagen, sie ist jetzt praktisch loyal geworden. Wunderbar. Ich möchte euch etwas über den Zirkel fragen. Ich werde antworten, so gut ich kann. Das war's auch schon wieder. Danke für das Gespräch. Okay, damit haben wir jetzt zwar praktisch, glaube ich, alle Gespräche durch. Wir sind, glaube ich, ganz gut ausgerüstet. Das Einzige, was wir noch machen müssen, ist erstens mit Rüdiger sprechen. Ich streiche ihn natürlich. Schön. Und das war's. Gut, und dann müssen wir, glaube ich, noch ein paar Wundumschläge oder sowas kaufen. Oder zusammenrühren oder was auch immer. Das wäre, glaube ich, noch ganz ideal. Ich muss kurz mal gucken, was wir eigentlich dafür brauchen. Dann nehmen wir kurz mal die Kräuterkunde zur Hand. Mächtiger Wundumschlag. Elfenwurzel. Okay, wir brauchen mehr keine Fläschchen mehr. Okay. Wir brauchen Konzentrationswirkstoff und Fläschchen. Müssen wir gleich mal rausfinden, wo wir das Eisen eigentlich noch bekommen können. Und Destillationswirkstoff. Also eigentlich alles genau genommen. Ich nehme an, mächtiger ist besser als starker, oder? Fortgeschrittene Kräuterkunde, meisterliche Kräuterkunde, wahrscheinlich ist es dann besser, ja. Und wir müssen natürlich noch Lyriumtränke herstellen, am besten starke. Dazu brauchen wir auch Konzentrationswirkstoff, Fläschchen und Lyriumstaub. Lyriumstaub kriegen wir im Zirkel, das weiß ich noch. Und ich würde sagen, wir gehen gleich mal los. Achso, genau, wir wollen kurz gleich mal gucken, wo wir eigentlich Orgrins Quest starten. In irgendeiner Bar, da gesagt. Ich kann mich nur nicht mehr erinnern, in welcher Bar genau. Die Quests hätte ich gerne, oder genau. Gefährten, Orgrins alte Liebe. Orgrin hat dir von einer alten Freundin namens Felsi erzählt, die vor ungefähr einem Jahr an die Oberfläche gegangen ist. Da sich Orgrin und Felsi nicht im Guten getrennt haben, möchte er sie jetzt, wo er ebenfalls an der Oberfläche ist, besuchen, um herauszufinden, ob sie ihm verziehen hat. Sie lebt in der Nähe des Kaelenhead-Sees. Dann gehen wir nochmal zum Kaelenhead-See. Vielleicht speichern wir da zwischendurch. Sehr schön. Ich muss gestehen, es ist gerade ein bisschen dunkel für mich hier, der Bildschirm, weil die Sonne so ein bisschen drauf strahlt. Nehmen wir natürlich Orgrin mit. Lass uns ruhig mal hier. Ja. Dich mitnehmen. Und, Morrigan. Unbedingt. Mal eher eine ungewöhnliche Crew. Der Kaelenhead-See war doch hier, nicht wahr? Hafen des Kaelenhead-Sees. Da wollten wir ja eh hin, um ein bisschen Lyriumstaub zu tanken. Und wir kommen zu einem kleinen Kampf. Mensch, ich habe mit dieser Gruppe, glaube ich, noch nie wirklich in dieser Konstellation gekämpft. Oder, wer bist du denn bitte? Tauran Hawkwind. Lass uns ganz kurz erstmal hier diese Level-Aufstiege noch hinbekommen. Du sollst vielleicht noch ein bisschen was in Konstitution investieren. Du hast ja schon genug Stärke, aber zwei Stärke vielleicht mehr als der 40. So, und eins in Konstitution. Ein Punkt. Was fehlt denn noch? Bei Krieger sollst du eigentlich alles möglichst voll haben. Das wäre super. Oder du machst einfach mal das hier, den Zerstörer an. Nur wenige können den wilden Schlägen eines Zerstörers standhalten. Jeder Angriff trennt die Rüstung des Ziels ein wenig auf, wodurch sie kurzzeitig Effektivität verliert. Die Effekte des Talents sind nicht kumulativ. Ich würde sagen, das machen wir mal. Spielen. Shale, mit der habe ich schon, glaube ich, schon lange keinen Schwung auf Stiebär gemacht. Ja, es geht. Was machst du denn? 3 Punkte. Du sollst, glaube ich, mal alternativer Tank werden. Deswegen wirst du mal mehr auf Konstitution noch bekommen. Weiter. Hier ein Punkt bei Talenten. Shale persönlich. Ja gut, da bleibt ja praktisch nur eins übrig hier. Wow. Ich habe nicht besonders viele Talentbäume, die ich hier noch machen kann für dich. Dann nimm halt den irdenen Griff offensichtlich. Shale schlägt auf den Boden, wodurch der Gegner, die bei einer Prüfung ihrer körperlichen Widerstandskraft scheitern, bewegungsunfähig gemacht werden. Nach dem Erlernen dieses Talents erhält Shale bei aktiver Felsbeherrschung einen höheren Bonus gegen Distanzgeschosse. Außerdem steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich Gegner andere Ziele suchen. Das machen wir doch schon mal. Spielen, genau. Und natürlich Morrigan, unser Damage-Dealer hier gerade. Du musst natürlich noch mehr auf, Quatsch, wo ist es denn, Magien gehen? Das ist nie verkehrt bei dir. Ach ja, du kannst noch. Ja, Formwandler bist du ja schon. Dann bist du halt nur Arcana Krieger, ist auch egal. Formwandler war, glaube ich, nie so richtig gut. Urtümlich, da hast du schon ein bisschen was. Ach, guck mal, ich kann hier das Maximale, also den Schneesturm noch machen. Ein Eissturm. Ach ja, der Schneesturm geht leider auf alle von uns, nicht wahr? Deswegen lass ich das vielleicht mal sein. Das ist ein Flächengebiet, was uns wiederum alle betrifft. Das ist dumm. So, du könntest noch Verjüngen machen, das ist mir aber egal. Heilung reicht mir erstmal völlig. Zauberirrlicht, der Zauberer erschafft ein Irrlicht, das ihm einen geringen Bonus auf Zauberkraft gewährt, solange sein Bonus aktiv ist. Wow.
Da ich mal davon ausgehen darf, dass es sowieso die letzte Punkt ist, den ich überhaupt bei ihr verteilen darf, muss ich mal ganz kurz den sehr sorgfältig auswählen. Siegel der Lähmung. Der Zauber zeichnet ein Siegel auf dem Boden, das den ersten Gegner, der den Wirkungsbereich betritt, lähmt, wenn er bei der Prüfung seiner körperlichen Widerstandskraft scheitert. Ein einzelner Zauberer kann nur eine gewisse Anzahl an Siegeln der Lähmung gleichzeitig aufrechterhalten. Das könnte ich mir gleich mal merken. Oder aber ich nehme einfach das Zimmer in die Gefängnis, was ich eben ewig schon haben wollte, und probiere es auch gleich mal aus. Das wird lustig. Ich speichere kurz mal. Blackstone-Söldner. Ah, du bist das. Der Sohnemann. Ja, dann mache ich das auch noch schnell. Hallo, mein Freund. Wie schön. Seht nur, da ist unser Freund, der graue Wächter. Haben wir etwas Geschäftliches zu besprechen? Ich bin hier, um euch auszuschalten. Ich vermute, dahinter steckt mein Vater. Hat er euch etwas über Ehre und Rechtschaffenheit erzählt? Und über meine bösen Pläne, die Gilde zu übernehmen? Seine Überzeugungen sind veraltet und schaden uns. Seit ich meine Pläne umsetze, blüht diese Gilde auf. Wir haben mehr Mittel und bessere Ausrüstung als je zuvor. Ihr hattet euren Anteil daran. Ihr habt seinen Nachschub abgeschnitten und Adlige in Dunarim bestochen. Seid stolz darauf. Wir machen aus den Freischärlern wieder eine politische Kraft. Was sie nicht sein sollten. Ihr habt vielleicht recht. Ihr verdient den Tod. Einschüchtern, wie viel ist euer Leben wert? Nö, ich will nicht bestechen lassen. Ich will nichts damit zu tun haben. Ich probier's mal aus. Wie viel ist euer Leben wert? Ich bin ein reicher Mann. Ich könnte mich überzeugen lassen, einen Teil dieser Reichtümer an euch weiterzugeben. Na, es geht nicht um Geld, nein. Ich schlage vor, dass wir das als Abschluss unserer Geschäftsbeziehung betrachten. Kommt, Männer, versuchen wir, den alten Mann aufzuspüren. Nee, auf gar keinen Fall. Das könnt ihr völlig vergessen. Ich wollte ihn eigentlich sowieso nicht leben lassen. Ich wollte wissen, was sein Angebot wäre. Und sein Angebot ist einfach nur Geld. Geld ist doof. Ich hätte eigentlich gehofft, dass er sowas sagt wie, ich einige mich mit meinem Vater, aber das hat er offenbar nicht vor. Deswegen... Wie schön. Blablabla. Entschuldigung, ich bin hier, um euch auszuschalten. Ihr verdient den Tod. Ihr habt eure Meinung dargelegt, aber ich befürchte, meine Männer stimmen nicht mit euch überein. Männer, zu mir! Das war eine schöne Diskussion, die gefällt mir so. Ihr habt eure Meinung dargelegt, aber ich befürchte, meine Männer stimmen nicht mit ihnen überein. Wie schön. Das sind verdammt viele Leute. Ja, du gehst natürlich auf den erstmal. Du machst eins von meinem Gefängnis ebenfalls auf ihn. Mal gucken, wie das aussieht. Hat das jetzt geklappt, den zermalmen im Gefängnis? Wirst du zermalmt? Nein, wirst du nicht. Wie sieht's mit dir aus? Ach, du wurdest dem Streuschuss unterworfen. Das ist ein bisschen dumm. Das zermalmen im Gefängnis ist leider weg. Ja, dann mach halt, was immer du machen kannst. Eisige Umarmung? Ja, warte mal, hattest du nicht noch irgendeinen Kegelangriff? Blitz? Bla 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 bla, nein. Flut der Wundbarkeit, das ist eine gute Idee. So, Tefka wird schon ein bisschen unter Druck gesetzt, das heißt, du sollst vielleicht mal ihn heilen. Okay, soll sich eigentlich mal ein bisschen dahin begeben. So, es ist nicht gerade die beste Kämpfergruppe, die ich jetzt gerade habe, ehrlich gesagt. Nimm ruhig mal einen richtigen... Oh Gott, ich habe nicht mehr so viele Wundumschläge. Nimm du mal einen richtigen Wundumschlag, Orgrin ist gleich tot. Mach du mal einen mächtigen Schlag, kannst du nicht mehr. Dann nimm halt so einen... Ach nee, Quatsch. Haha, ja gut. Tefka nimmt wahrscheinlich zuerst den Wundumschlag. Dann greifen wir mal den da an. Was kannst du denn? Ach Gott, mit einer Gruppe, mit der ich noch nie gekämpft habe, erstmal anzufangen, ist natürlich eine super Idee. Steinherz. In diesem Modus verfügt Shale über Defensivtalent und erhält Boni auf Rüstung und Elementarresistenz. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Mach das am besten mal. Ich bin dabei. So. Kannst du dann vielleicht nochmal jemanden heilen? Nein, leider nicht. Kannst du. Kältekegel, das meine ich, genau. So. So ist doch gut. Supi, du bist gleich tot, das ist nicht ganz so geil, aber ich möchte ehrlich gesagt keinen Mächtigen geben. Obwohl, ich probier's nochmal aus. Nein, bist schon tot. Kannst du ihn jetzt heilen? Du kannst ihn jetzt heilen, sehr gut. Beeilung! Wow, hat der super viel gebracht, weil dein Heiltalent nicht mehr wirklich, wirklich stark ist, leider. Dann nimm doch aber selber mal einen kurzen mächtigen Wundumschlag. Ich befürchte, was dieser Kampf ist, die kriegen wir nicht besonders gut hin gerade. Zwei Waffenkenntnis. Was? Alleine kontinuierlich schaden. Das ist natürlich ganz schön dumm. Deinen mächtigen Wundumschlag sollst du vielleicht mal benutzen. Sehr gut. Ja. Dann sollst du ihn vielleicht mal kaputt hauen. Sehr schön, das sah nicht schlecht aus. Wie viel Mana hast du noch? Du hast noch ausreichend Mana. Dann gib ihm gleich mal noch eine Heilung. Alter Schwede, du kriegst so viele... Schaden die ganze Zeit. Ich glaube, diesen Kampf müssen wir tatsächlich laden, tut mir leid. Das wird so nix mit dieser Gruppe, wie ich es gerade
leider feststelle. Können wir nochmal zurückgehen? Oder ich muss mich halt erstmal ewige Zeit darin reinfinden, was ich, glaube ich, nicht hinbekomme. Deswegen müssen wir uns jetzt halt damit abfinden. Okay. Okay, wir lesen also nochmal Shale durch. Was haben wir denn bei Shale nochmal? Pulverisierende Schläge. Diesen Bonus verfügt Shale über Offensivtalente und erhält einen Bonus auf Schaden. Muss dafür jedoch einen Abzug auf Verteidigung in Kauf nehmen. Das ist eher nicht so gut. Sollst du ein bisschen mehr auf Verteidigung gerade gehen. Allgemein sollst du momentan eher der Defensiv-Tank sein. Leider ist Tefka der Einzige, der gerade Schaden einsteckt. Wir haben halt leider zwei Leute, die relativ weich sind. Das ist einmal Ogryn und einmal Morrigan. Und Ogryn stirbt praktisch bei allem immer gleich sofort. Das ist ein Problem. Gucken wir uns mal weiter an, ob wir Shell nicht noch ein bisschen zum Tank machen können. Bedrohen. Ist dieser Modus aktiv? Das sollst du auf jeden Fall machen. So. Verhöhnen. Blablabla. Erregt die Aufmerksamkeit nahe erliegender Feinde und ihre Feindseligkeit erhöht sich gegen die Krieger. Ja, das ist ganz gut. Und Felsbeherrschung. Ah ja, das ist mit Fernangriff-Talenten. Das ist nicht schlecht, aber du sollst lieber im Dings drin sein. Steine Aura. Unterstützungsmodus der Gruppenleader in der Nähe von Bulli Angriff, Verteidigung und Gesundheitsregeneration verleiht. Ja, Rüstung, Widerstandskrieg, oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Boni sind nie ganz verkehrt. Kannst du den Bonus gleichzeitig mit dem Herz noch anmachen? Also Bedrohen und Steinherz, wunderbar. Dann hast du auch Gebrüll. Auch Shell bricht der Klang des Steins selbst heraus, wodurch Gegner in der Nähe betäubt werden, wenn sie bei der Prüfung ihrer mentalen Widerstandskraft scheitern. Nach dem Erlernen dieses Talents steigt bei aktivierten Steinherz die Wahrscheinlichkeit, dass Gegner in der Nähe Shell als Ziel wählen, noch weiter. Außerdem werden die Boni dieses Modus verstärkt. Das ist doch nicht schlecht. Ich glaube, so bleiben wir erstmal. Speichere das Ganze. Ja, guck mal, du hast diese neuen Bonustalente freigeschaltet, gerade Steinerne Aura. Shell aktiviert den Unterstützungsmodus. Ach, das hatte ich gerade, Entschuldigung. Steinerner Schrei. Shell erregt die Aufmerksamkeit eines einzelnen Gegners, der den Golem daraufhin als größte Bedrohung auf dem Schlachtfeld ansieht. Wird der Gegner allerdings von anderen Gruppen, die den angegriffen, könnte er sich auch wieder gegen diese wenden. Nach dem Erlernen dieses Talents erhält Shell bei aktivierten Steinherz einen Bonus auf bla bla bla. Okay, das ist vielleicht ganz gut, wenn man so mal gegen großen Dämonen oder sowas kämpft und dann die ganze Zeit im Kreis laufen muss. Und Regenerationsstoß. Shell setzt einen Energiestoß frei, durch den alle Gegner in der Nähe Schaden erleiden, außerdem betäubt werden. Oh, das ist gut. Wenn sie bei der Prüfung ihrer körperlichen Widerstandskraft scheitern, ja. Ansonsten werden sie nur zurückgeworfen. Nach dem Erlernen dieses Talents erhält Shell bei aktivierten Steinherz einen Bonus. Das können wir vielleicht mal einsetzen später. Eine super Idee. Ich glaube, jetzt haben wir Shell so ein bisschen besser aufgestellt. So, speichern. Und dann würde ich vielleicht ganz gerne mal mit der Morrigan, Alter, ich sehe fast gar nichts gerade hier von dem Schlachtfeld, weil es so hell ist hier für mich. Dann werde ich vielleicht mit der Morrigan auch mal ein bisschen die Kältekegel intensiver einsetzen. Ihr hattet euren Anteil da. Nein. Oh! So, warte mal. Morrigan, wo stehst du denn? Du stehst hier. Da stehen aber drei Leute. Das müsste sich doch irgendwie. Müsste doch irgendwie zusammengehen. Das ist nicht der Kegel. Wo ist der Kältekegel eigentlich hin? Kältekegel? Hier ist der Kältekegel. Wunderbar. So. Drei Leute getroffen, super. Ogryn, hast du deinen mächtigen Schlagschuss verwendet? Nein, dann geh mal auf den da. Mit einem. Naja, zerberstenden Schlag, es war wohl nicht so, wie das funktioniert hat, leider. Tefka, geh mal auf den da. Ja, genau, und zwar gleich mit dem mächtigen Schlag. Verdammter Mist, es hat nicht so funktioniert, wie ich das gerne gehabt hätte, egal. So. Ich würde gerne mal alle zu Boden werfen. Ach, geht gerade nicht mehr, weil. Irgendwas passiert. Verkrüppeln. Warte, verkrüppeln. Das ist dumm. So, kannst du mal kurz mal Leute heilen? Wer ist mit Shale? Super. Auch du solltest mal langsam geheilt werden. Oder du machst dann wieder deinen lustigen Kältekegel, der aber noch nicht ganz parat ist. Das ist dumm. So, jetzt wäre eine gute Idee. Warte mal. Eins. Zwei. Oder vielleicht die beiden. Jo. Fantastisch. Leider bist du jetzt tot. Das ist ganz schön schlecht. Der Blackstone-Freischer wird gleich sterben. Wunderbar. Dieser, wer ist noch fast tot? Der ist fast tot. Gehen wir also mal dahin und töten ihn. Sehr schön. Shell ist auch fast tot. Das ist nicht so gut. Kann man dir noch mächtigen Wundumschlag geben oder ist das schon zu spät? Es ist nicht zu spät. Es ist niemals zu spät für einen mächtigen Mutumschlag. So, wie sieht es denn bei dir aus? Bei dir sieht es noch ganz gut aus. Ja, du machst bitte schon weiter, wie du es gerade gemacht hast. Wir schalten erstmal den nächsten Söldner vielleicht aus. Du auf den und du auf den.
Schellstück wieder fast. Sie muss kurz ein bisschen Schaden einstecken, weil sie halt jetzt gerade der Tank ist. Also muss jetzt weiterhin natürlich mächtige Wundumschläge bunkern. Oder pumpen, nicht bunkern. Hallo? Wieso hast du das nicht gemacht? Also ich sag mal so, der Kampf läuft bisher schon viel besser als vorher. Puh, das war verdammt knapp. Der ist tot, sehr schön. Dann gehen wir auf den nächsten Söldner. Du bist auch fast tot, das ist ein bisschen dumm. Dann solltest auch du ein... Oh, nehmen wir es mal den normalen Wundumschlag. Sehr schön. Und haut den Typ endlich mal kaputt. Denn Shell braucht gleich wieder einen mächtigen. Jetzt. So, der nächste ist tot. Sehr gut. Gehen wir jetzt zum dritten. Dann haben wir nämlich noch den großen. Ach nee, wir haben ja auch einige Bogenschützen hier. Ach, das ist ein bisschen ärgerlich. Na egal. Mächtiger Schlag. Sehr schön. Jetzt alle auf den da bitte. Der nervt mich natürlich am meisten. Mächtiger Schlag bitte. Sehr schön. Ist hier fast jemand tot? Jemand fast tot? Nein, noch nicht. Sehr, sehr gut. Okay, du bist gleich tot, das ist dumm. Mach ruhig mal deinen... Okay, du bist tot, das ist dumm. Dann nimm ruhig mal den. Das läuft bisher, ich sag mal, besser als vorher. Wie viele Bogenschütze haben wir denn bitte hier? Zwei? Drei. Okay. Na komm, stirb schon. Gleich bist du tot, du bist tot, sehr gut. Shale, du gehst zu denen. Tefgal, du gehst zu dem da. Vielleicht sollte Tefka aber doch vorher mal einen mächtigen Wundumschlag nehmen. In etwa so. Ja. Genau, sehr schön. Jetzt bist du zwar betäubt, aber es ist egal. Du gehst dahin. Shale bringt den da um. Oder Shale verfolgt ihn. Na los, mein Freund. Das war's nämlich mit euch. Der Kampf ist praktisch beendet. Es freut mich sehr. Puh. Da zeigt sich aber auch tatsächlich, dass man mit relativ vielen Kombinationen in Gruppen vorwärts kommen kann. Man muss halt nur so ein bisschen... Shell ist gar nicht mal so unmächtig. Man muss halt nur ein bisschen sich mal auf die Taktik hier besinnen und nicht mal gleich sich zurückziehen. Ich nehme an, es hätte schlimmer kommen können. Ja, es lief ganz gut. Quest aktualisiert. Haben wir es auch noch abgeschlossen. Wie schön. Taura hat durch deine Hand den Tod gefunden, wodurch der ehrenhafte Raelnoa nun die unangefochtene Kontrolle über die Blackstone-Freischalter hat. Kehre zu den Freischalter zurück, um deine Belohnung zu erhalten. Ja, machen wir dann. Wir müssen eh nochmal, glaube ich, nach Denim zurück, um ein bisschen einzukaufen. Blackstone-Freischalter. Ein schwacher Wundumschlag. Das ist ja ganz fantastisch. Wenn ich gerade 50 Millionen mächtige Wundumschläge habe, hat sich das so mäßig gelohnt, sag ich mal. Danke für das. Ich nehme mal nicht, steck das Schwert weg, wenn meine Kameraden wieder genau beruhigen. Hol ich mich nicht so schnell. Ist das alles mein Blut? Ja, es ist alles dein Blut. Tut mir leid. Blackstone-Söldner. Ich dachte es als erledigt. Wow, ein weiterer schwacher Wundumschlag. Eine schwache Herzensausrüstung, die ist ganz gut. Die können wir gleich mitnehmen. Ein Froststein. Was hat denn Taura dabei? Ein mächtigen Wundumschlag. Sehr gut. Zwei starke, das ist auch gut. Bunthaube des Freidenkers. Freidenkers. Das ist Freidenkers. mehr Geschicklichkeit und ansonsten Müll ist egal. Kettenrüstung, die ist auch nicht besonders gut, deswegen können wir es auch direkt verkaufen. Noch irgendwas hier? Nein. Aber wir müssen, glaube ich, Verletzungsausrüstung ein bisschen verteilen. Du hast nichts, du hast was. Eine schwache haben wir bestimmt noch übrig. Wir haben gerade eine gefunden. Wir haben drei sogar übrig. Eine für dich. Und eine für dich. Wunderbar, wir speichern das Ganze und begeben uns weiter in Richtung Kaelenhead-See. Ach, hier ist noch ein Freischaler, ja wunderbar. Ein Lebensstein, wie schön. Weg zurück können wir nicht, aber okay. Lalala, geh mal da lang. Und einfach weiter, genau. Und da sind wir wieder am Kaelenhead-See. Ganz wunderschön gelegen ist hier noch auch der Magierturm und auch eine Kneipe, in die wir gleich reingehen wollen. Beutel der Gemeinschaft der Magier, können wir gleich mal hingehen. Aber ich würde sagen, wir machen kurz einen Schnitt und sehen uns morgen wieder. Bis dann.